wird das hier? Cut my life. Ich baue, Autsch. Was war das gerade? Ich bin tot gestürzt. Nein. Aber er lebt noch. Ja. Lebt. Ja, was mache ich hier, Rather? Du machst ein Loch neben meinem Turm. Oh. Ja, das wird das Treppenhaus nach oben zu deinem Turm. Aus dem ja, Haus. Aber du machst ja den ganzen Berg weg daneben. Nicht den ganzen, nur hier den Schacht, Mann. Nur den Halb. Ja, aber du hast ja hier oben freigelegt. Hier, hier ist ja Luft jetzt. Oh nein! Ah ja, du machst das schon. Wird schon schön, wenn ich fertig bin. Ja, ja, ich hab noch, da keine Bedenken noch. Ja, Gott sei Dank. Ja, du hast dich gerade geäußert. Du hast deine Bedenken. Du gehst heute ohne Abendbrot ins Bett, Rather. Ohne Abendbrot. Oh. Es ist 1:46, ist sowieso nichts mehr. Ich hab gerade was gegessen. Gut, ne? Also vorhin, vor der Aufnahme. Ich esse auch um 2 Uhr nachts noch Nudelauflauf. Das ich mach auch um 2 Uhr nachts noch welchen. Das ist ja nicht mein Problem. Alter Verwalter. Was? Das nenne ich schmerzfrei. Lecker. Lecker. Das nenne ich. Das ist so, da steht man so in der Küche, dann kommt der Mitbewohner um 2 Uhr nachts rein und der sagt so, Nudelauflauf und du so, ja. Okay. Wir brauchen. Du musst mehr Overclocker. Warte mal, ich kann doch die Overclocker hier rausnehmen. Ich muss mehr Overclocker machen. Finger weg von meinen Overclockern. Ja, ich hau die mal gerade aus dem Extractor raus und tu die in den Macerator, ne? Ja, ja. Ich bist auch Kohle am Abbau. Junge. Oh, ja. Alter Falter, mein Rücken. Wir werden ganz viel Kohle haben, weil ich habe auch etliche Kohle-Stacks. Ah. Das ist gut, weil wir brauchen jedes Mal ein Kesoid-Oil, wenn dann Rio irgendwas mit den Railcraft Mod machen will. Der wollte mal ein paar Schuhe bauen, hat er gesagt. Stimmt, das stimmt. Wenn denn alles mal bei mir da funktioniert. Ja, deswegen können wir da das Kohle schon Kesoid-Oil rausmachen, weil du brauchst jede Menge für Schienen. Ich habe das in meinem Singleplayer gesehen. Ich habe gesagt, ich fange ja mit Folge 111 damit an. Und ich habe 7 Folgen gemacht, aufgenommen am Stück, und ich habe noch keine einzige Schiene gelegt. Weil du so viel brauchst noch davon, oder was? Ja, weil ich so viel Kesoid-Oil brauchst, weil daraus machst du diese Betten für die Schienen, weißt du, diese, ja, total ätzend. Alter. Erstmal muss ich 2 verschiedene Ofen bauen, wir haben ja davon einen schon, wir brauchen aber auch den größeren Ofen dann hier, wenn wir Schienen machen wollen. Ich kriege hier gerade so ein kleines bisschen Panik, weil ich hier irgendwas plätschern höre. Ich habe noch keinen einzigen Diamanten gefunden. Ich auch nicht. Nur aber tonnenweise unglaublich Nikolite. Viel Kupfer und Zinn und Silber. Ja, das auch. Das habe ich auch. Ich renne hier schon mit meiner Divining Rod. Was ist der letzte? Nikolite habe ich auch gefunden. Ja, ich auch. Und Rubine und Smaragde. Wofür braucht man Nikolite? Man braucht es einfach nicht, oder? Also man kann sich doch Diamanten draus machen. Ja, man kann überall raus Diamanten machen. Na gut, nicht überall raus, aber... Alter, aber es hat einen sehr hohen Energiewert halt. Nee, Tungsten meine ich. Tungsten meine ich, sorry. Nikolite meine ich gar nicht. Mein Tungsten habe ich das ist schon ein Unterschied jetzt. Tanzen so, ist natürlich cool, ne? Hierfür, ne? Maschinenblock und dann das andere Zeug, okay. Alter. Maschinenblock. So. Ich find's so geil, dass man mit diesem Alchemie-Bag da hier so sich die Sachen sortieren kann. Ich auch, super. Hab ich jetzt alles? Hab ich alles? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hab alles. Meine Fresse. Aber, also ich kann die MFSU bauen, glaube ich. Das wäre ja mal. Auf welcher Höhe bin ich denn jetzt? Mhm. Ich bin auf Höhe 16. Da hinten ist auf jeden Fall Lava. Vielleicht finde ich da ja ein paar Diamanten. Ich hört ihr? Der Version schon Redstone diese Bilderrahmen? Nee, da. Die kommen bei 146. Stellt ihr eigentlich so gibt's über hier? Teamspeak eine Änderung meiner Stimme fest? Also so von der Qualität her oder so? Nein. Okay, nein. Gut. Schade. Dann ist der Codec bei Teamspeak nicht hoch genug. So, das erste haben wir schon mal gebaut jetzt. Yay! Hat ja nur wie viele Folgen gedauert? 4? Ja, wenn wir jetzt eine Stunde aufnehmen, dann auf jeden Fall. Ja, mittlerweile sind wir bei einer Stunde, glaube ich. Ja, jetzt sind wir bei einer Stunde. Alter Verwalter. So, ich bin hier in der Schlucht. Ich will. Geil, ich will auch eine Schlucht. Lohnsam. Jetzt brauche ich natürlich auch Teleporter. Den bauen wir jetzt, gucken, was ich dafür brauche. Portal. Teleporter. Oh, was brauchen wir davon? Teleporter Teaser oder Teleporter? Was zum Teufel? Was brauche ich da, verdammt? Warum ist denn da eine Kiste? Teleporter. Oh, Melonsamen, Melonsamen, ja, Melonsamen. Ja. Bring sie mit! Und 2 Diamanten. Ich könnte machen Melonsamen. Und Pumpkin Seeds. Pumpkin Seeds. Oh ne, ich fange von vorne an, ich muss das auch noch alles craften. Die im Stein, die waren in der Natur.
Ich hab keine Lust mehr. Ich bin in einem. Oh, la 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 la. Kann ich nicht einfach das hier bauen? Du! Nein! Ah, du crappy Fuckhead. Wo sind hier? Fangen wir von vorne an. Wir brauchen hier sind doch irgendwo Ha! Vier Stück. Von wo denn? Ach, da hinten. Ich brauche vier hier von. Oh, Mann. Jo, macht so schöne Geräusche. Scheiße, ich habe keinen Bogen. Wir sind Skelette. Und Alter, wir Alter, Falter. Machst würde ich gerne wegcreepen. Wegcreepen? Ja. Weg, Creeper. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Spinnen und das macht mich voll wahnsinnig, weil ich keine. Ja. Ich keine sehe Dings Creeper mehr habe. Und ich kann sie nicht wegmachen. Aber ich habe Angst, da runter zu gehen. Oh Gott, Enderman! Gesundheit. Gesundheit! Vielen Dank! Oh nein. Wo sind denn meine. Sorry. Das sind meine Sticks. Das kann viel mehr. Spawn. Entschuldigung. Ja. Minecraft-WG! Ah, ich brauche hier 8. Oh nein, ich brauche hier 8. Wer wohnt in der Ananas? Ganz viel mehr. Ach, Minecraft-WG. Minecraft-WG! Ja, da fragt man den Santiago extra, ob er den Minecraft-WG-Jingle einspricht. Dann macht er das, dann benutzt er rather den nicht. Du benutzt ihn doch. Ja, ich benutze ihn, richtig. Aber du hast mir den auch nie richtig zugeschickt. Ich hab dir den gezeigt. Der hätte dir sagen können, gib her. Du hast mir in dieser willigen Aufnahme gezeigt und hast gesagt, vielleicht hast du den noch in einer anderen Version. Das hast du mir damals gesagt. Oh, Tungsten. Hab ich. Ja. Ja, warum fragst du da nicht nochmal nach? Meinst du, ich merke mir das alles, was ich dir zeige? Nein. Ist der. Außerdem ist das die gleiche Version immer noch. Hat man nur nicht mehr. Ja. Glas, Redstone, Diamanten. Mich hast du nie gefragt. Um das mal so kurz einzuwerfen. Gold! Glas. Aber darauf kommt ja hier niemand. Ich bin ja nur Statist. Oh, richtig. Oh, war das Schnief. Ah, der weiß, wie ich es meine. Rubine! Oh, ich bin auch in einer Schlucht. Wenn ich jetzt die Voice treffe. Nein! Fuck! Alter, mir ist eine Spinne auf den Kopf gefallen. Ich stand gerade neben so einem Lavafluss, will den zumachen. Ich bin nicht in die Lava rein, das sage ich vorweg. Aber mir ist eine Spinne auf den Kopf gefallen und hat mich geschlagen dabei. Du bist dann ins Lava gefallen und ist da verreckt. Aber trotzdem habe ich mich erschrocken. Scheiß Spinne. Hast du die Melonsamen gerettet? Ne, ich bin ja nicht gestorben. Ah, Gott sei Dank. Wollte eigentlich sagen, eigentlich könnte ich ja aufhören. Aber jetzt hat mich die Erzsucht. Die Erzsucht, die berühmte. Die berühmte Ärzte-Sucht. Wenn ich dich jetzt hier finde. Nee, ich glaub, oh, fuck it! Nein, wir spielen Tekkit, Rio. Tekkit. Ah, scheiße. Alter, das ist so mies. Ja, das ist so mies. Ich bin gerade hochgeflogen. Meine Fresse, da kommt noch ein scheiß Creeper. Fickt euch ins Knie, ihr hässlichen grünen Pimmel. Mann. Ey. Ihr hässlichen grünen Pimmel. Der armen grünen Pimmel kann da auch nichts dafür. Ich bin gerade. Ey, das wenn ist so. Pimmel Leute, hört mir mal zu. Es war so epic. Ich bin gerade mit dem Jetpack hochgeflogen in der Schlucht und bin in so einem blöden. Bin in so einer blöden Spinnennetz hängen geblieben. Und da war so ein kleiner Podest und neben mir stand ein Creeper und ich konnte nicht weg. Ich war gefangen und musste zugucken, wie er neben mir explodiert. Er ist in einer Spinnennetz geflogen. In ein Spinnennetz. Einer Spinne. Ah, noch eine Spinne. Ei, und hat Gott. Dann einem Spinne ins Auge geguckt. Meine Güte, was ist denn hier los? Krieg. Die wollen dich. Krieg. Die wollen, Dingsbums. Nein. Boah, da fällt's ja vom Glauben ab, ey. Himmel, Herrgott und Zwirn. Was bist denn du für ein Affe? Steht da schon wieder so eine hässliche... Kann nicht mehr. Gestalt. Ich brauche davon schon wieder nur ein, Gott sei Dank. Ist ja, die sehen aber auch so scheiße aus, du wirst da zwangsweise aggressiv, wenn du die Creeper anguckst. Weil die einfach nur so. Sieht scheiße aus! Weil die so kacke aussehen und dich dann so blöde anstarren, wenn sie die. Du musst. Nice house. What's this? Oh, ja. Blöde Viecher, ey. Wie kann man sonst das nur niedlich gut, ne? finden? Nein. What's the boom? What the boom? Oh, what's the matter, boom? Lieber. Der arme Rio, der muss heute wieder viel verkraften. Ja, komm doch nochmal, du!
Mann. Bei mir sieht man nur noch, wie ich crafte die ganze Zeit. Also die nächste Aufnahme werde ich nicht mehr craften, einfach nur, weil es bestimmt langweilig wird. Das ist ja. Ich bin die ganze Zeit in der Höhle. Und Rio hat das gefragt, weshalb ich in der Höhle war. Also ihr seht immer zwischen uns hin und her schalten. Da ist ja noch ein Creeper. Creeper, ey. Die grünen Pümmel, die nur einmal kommen. Yeah. Ach ne, ich brauche ja drei davon. Okay. Wow, ich musste das Niveau wieder so ein bisschen senken. Manchmal muss ich dann halt auch auf RTL-Niveau gehen, damit ich wieder Zuschauer generiere. Du musst die Quote halten, Rio. Richtig, ich muss die RTL-Quote halten. Achso, wir haben schon aufgenommen, der Gast ist immer noch da, ne? Irgendwas, ja, ist ja egal, jetzt können wir auch, also ja, ganz ehrlich, immer noch da. Jetzt eine extra Aufnahme zu starten. Na, hallo. Ich hab ja eh keine Zeit, ich muss ja hier craften. Hallo Gast. Ja. So, hallo. Schon mal. Hallo, unser Gast ist immer noch da. Wie geht's hast dir? Du Glück, dass du ein bisschen mehr bauen kannst. Ja. Oh, ich bin jetzt fast fertig, fange jetzt was anderes an, aber. Das haben wir, wir brauchen aber das hier. Oh, ich hab Diamanten gefunden. Nein! Ich könnte jetzt schon wieder kotzen. Ja, toll. Gibt keine Bricks. Gibt's nicht. Könnte kotzen. Drei Diamanten. Bogen. Fuck yeah. Und so viel Gold, dass ich mir eine Goldrüstung bauen kann. Reicht das? Stimmt. Ich verlasse hier eigentlich gar nicht mehr das Gebäude hier gar nicht mehr. Ich bin hier nur noch am Hin- und Her-Craften. Am Hin- und Her-Craften? Du glaubst gar nicht, was du alles dafür brauchst, ey. Scheiße. Bist du Stunden mit beschäftigt? So, was brauche ich denn noch? Bin ich heute auf dem Weg zur Arbeit beim Amt vorbeigefahren, wollte was beglaubigen lassen, hatte das Amt zu und dann stand so ein Mann davor und meinte sich, ja, wir haben heute zu. Ich so, warum das denn? Ja, wir haben auch Öffnungszeiten. Ich so, okay. Und dann meinte er so, was wollen Sie denn machen? Ich so, will nur was beglaubigen lassen. Also, ja, dann lasse ich Sie rein, fragen Sie mal am Empfang, ob das vielleicht möglich wäre und so. Und dann kommt er doch mal rein, ja, war das in Ordnung und so. Und dann meint die Frau, die mir das dann beglaubigte, so, ja, beim Chef kann man ja nicht Nein sagen. Ich so, wie beim Chef? Ja, sie hat gerade der oberste Bürgermeister reingelassen. Ich so, okay. Hallo, Herr Bürgermeister. Ja. Ist voll geil. Voll süß. Ach ja, für seine Bürger tut er noch alles. Ich werde ihn wählen. Ach ja. Ist der von Hamburg oder was? Nee, nicht Hamburg. Hier von der Stadt daneben. Nicht von Hamburg. Von der Stadt daneben? Ja. Ich wohne doch in der Stadt neben Hamburg. Ich wohne nicht in Hamburg, ich wohne in der Stadt daneben. Sehr bezeichnend. Sag mal, wer schlägt Stadt mich denn hier? Ich auch daneben. Blödes Topmodel. Ich kann ja schlecht sagen, wo ich wohne. Ich weiß. Ich weiß wo. Ich weiß auch, wo du wohnst. Warum kannst du es nicht schlecht sagen? Ich auch. Du musst nämlich nur deine Vlogs gucken, wo du Auto fährst. Und dann weißt du das nämlich auch. Ich wohne übrigens in Berlin. Ich hab das doch schon gesagt. Ja, witzig. Ich wohne in einer kleinen Stadt, du Nase. Ach, da kennt man jeden, oder was? Berlin wird dich keiner finden. Ja, wird keiner finden. Niemand wird dich finden. Du bleibst bei mir. Also, ich wohne hier in Deutschland. Ja, das wollte ich auch gerade anfangen. Deutschland so. Und irgendwo in der Mitte. Rather is not what it seems. It's Vicky, hast du noch Dings übrig, Holz gehabt? Little ja, stubborn girl in a crazy mad world. Nein, ich brauche jetzt Bricks. Oh, Rasa. Alles klar bei dir, Rio? Aber ich brauche sie nicht so dringend. Das sieht ja hübsch aus. So, hallo, ja, Herr Enderman, ich mache nur ein bisschen Licht. Nehmen Sie es mir nicht übel? Ja, ich komme. Alter, ich fühle mich gerade wie so ein Actionheld, der hier von Klippe zu Klippe springt und alle möglichen Bösewichter umbringt. Das ist mich voll gut gerade. So fühle ich mich auch. Ja. Vor allem, wenn Mr. Enderman neben mir steht. Arbeit, auch gut. Vielen Dank. Ich habe Angst aufzusehen. Mehr habe ich nicht. Ja, das haben wir. Ich weiß nicht, dass ich es in die Kiste gestopft habe. Ja, habe ich schon rausgeholt. Wo habe ich MFSU hingepackt? Was war das jetzt? Mein Inventar war ziemlich voll. Da. Was ist denn los?